Dann wird gefragt, wie ist das Urteil über jemanden, der nicht betet? Barakallahu fikum, Top 20 Frage. Top 20, klar. Ja, komischerweise, die ersten Fragen waren nicht Top 20. Ja, als ich gekommen ist mit den Kindern hier im Auto jetzt, die haben gesagt, was denkst du, was werden die Leute fragen? Ich habe gesagt, pass auf, es gibt so solche Fragen, die immer gefragt werden, mal sehen. Aber ich war überrascht, dass wir die ersten Fragen nicht Top 20 waren. Aber jetzt kam. Top 20. Barakallahu fikum, sag machen. Derjenige, der nicht betet. Derjenige, der nicht betet. Warum betet diese Person nicht? Erstmal damit ihr wisst, die Gelehrten des Islam, die früheren, die haben solche Diskussionen nicht gehabt. Was ist Urteil über derjenige, der nicht betet? Später kam das. Das war, dass einige Leute nicht gebetet haben. Aber das war klar, ein Moslem betet. Ein Moslem betet, ein Moslem fastet, ein Moslem gibt Zakat. Das sind Normalität für die Muslime. Das war komisch, dass sie hören, jemand betet nicht. Auf jeden Fall, wer nicht betet, warum betet er nicht? Weil er das Gebet verleugnet, sich lustig macht über das Gebet als Zurückgebliebenheit sieht. Diese Person ist mit Sicherheit kein Muslim. Aber kein Muslim, indem man mit ihm redet, die Aufklärung, Arbeit mit ihm leistet. Und wenn diese Person so bleibt, dann sagt man, diese Person ist kein Muslim, fertig. Jetzt, wer sagt, Gebet ist Pflicht? Gebet ist Pflicht, aber ich habe viel zu tun, ich bin faul. Wenn ich bete, dann werde ich meine Arbeit verlieren. Schau mal, was sie über Muslime reden, wenn sie beten. Deshalb bete ich nicht. Dann hier, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, wer das Gebet aus Faulheit verlassen hat. Es gibt hier drei Meinungen oder Ansichten, lieber. Erste Ansicht, der ist kein Muslim. Und das vertritt Al-Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, und vertreten einige Großgelehrten in unserer Zeit, weil die sagen, das Gebet ist die Hauptsäule des Islam. Und wer nicht betet, ist Kafir, weil der Prophet s.a.w. sagte, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salam taraka faqad kafar. Das ist die erste. Pass auf, ja. Wir reden nicht von demjenigen, der verleugnet und sagt, es gibt kein Gebet im Islam. Wir reden über eine Person, die das Gebet als Pflicht sieht, aber aus Faulheit nicht betet. Der erste, Kafir. Zweite, der begeht Kufr Asghar. Der begeht Kufr Asghar. Der macht etwas, was eigentlich die Kuffar machen. Ein Moslem betet, ein Kafir betet nicht. Wenn der Moslem nicht betet, dann macht er wie ein Kafir. Und deshalb haben sie gesagt, das ist Kufr Asghar. Das ist Kufr Asghar und das ist kein großer Kufr, solange das bestätigt. Es gibt eine dritte Ansicht, barakallahu fikum, sagt Macher. Und zwar, diese Person wird gefragt. Und wir betrachten die Indizien bei dieser Person. Warum betest du nicht? Der sagt, ich will nicht beten. Da sagt man ihm, ja, warum? Der sagt, ach, ihr betet seit 200 Jahren und 1000 Jahren. Was habt ihr erreicht? Diese Person ist kein Muslim. Was bringt mir das Gebet? Ich werde meinen Stern auf den Boden tun und jeder kommt mit seinen Socken oder mit seinen Füßen, mit Schweiß und schmutzig und Hygiene und so. Diese Person ist kein Muslim. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagte, man tut das Schwert auf seinen Hals und sagt, bete, oder wird geschnitten, der sagt, schneidet. Mit Sicherheit ist er Kafir. Und deshalb diese Meinung, Allah ta'ala, oder Ansicht, für mich persönlich, ja, das ist, ich zwinge niemanden, oder ich nehme diese Ansicht. Auch für unsere Zeit ist sehr wichtig, dass man die Leute befragt. Aber eine Empfehlung, bevor du fragst, ob derjenige, der nicht betet, Kafir oder Muslim ist, warum stellst du nicht die Frage, wie kann ich diese Person zum Gebet aufrufen, dass diese Person anfängt zu beten, ohne diese Person zu verurteilen oder ein Urteil zu verhängen? Wallahu ta'ala ala wa'ala.